going on in this place? Secret control rooms? Continuous monitoring of the citizens of Keen Sight? How is it possible? So, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Daymare 1998. Wir sind nach wie vor im Krankenhaus, konnten jetzt hier endlich, abgesehen von einem automatischen Speichern, Speicherpunkte erstellen, haben hier auch die Möglichkeit, zu handeln, etc. Kurz nochmal zeigen. Ja, hier konnte man speichern, hier kann man jetzt handeln, im Prinzip sich Munition organisieren, indem man halt Sachen eintauscht. Und hier gibt es ein Lager, wo man Sachen zwischenlagern kann, im Prinzip wie die Kiste. So. Oh nein, ich verstehe, okay. Gegenstände. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal weiter. Funktion ist am Start. 6 Schuss gehen rein. Gucken. Mach die Pistole. 6 Schuss. Hm. Das ist eine kurze Pistole. Ich wechsle das Magazin aus. Hier ist dieses. Nee, komme ich gar nicht durch. Nee. Moment. Okay. Mal kurz gucken. Ein Schuss in der Pistole. Dann packen wir jetzt hier nochmal gerade. Kombinieren. Zack. Rein. Sehe ich das auf der Karte eigentlich, diese Tür? Ja. Da unten seht ihr das. Unten links ist dieses Symbol, ne? Energie ist 100, Waffen, alles im Start. Gehen wir durch. Hier geht nix. Was ist auch noch so ein dicker? Die andere Wumme, Kollege. Bam! Zack! Junge, Junge, Junge. Ist der jetzt down oder nicht? Hm, okay. Room 12 waren wir hier drin. Nee, waren wir glaube ich nicht. Nee, waren wir nicht. Das ist mir noch nicht so 100%. Oha. Die hat es zerlegt. Ob es Sinn macht, schon zu schießen, wenn sie am Boden liegen, ob das zählt als Hit oder nicht, weiß ich nicht. Die Kassette. Die Protokolle. Hier haben wir wieder dieses komische, diese Psychotropfen. Oh. Inventar ist voll. Das ist schlecht. Kacke. Munition müssen wir auf jeden Fall nehmen. Ich werde mal. Einmal, ich probiere mal, das zu kombinieren. Nein, damit geht's. Ach so, ich kann das so noch gar nicht benutzen. Ich muss das zu so Spritzen umwandeln. Okay, gut. Die Munition mal mit. Bitte. Pistole laden wir nach. Pumpgun laden wir auch nach. Brauchen wir nicht. Nachladen. Zack, zack. Okay. Schränke bringen uns nichts. Liegt sonst auch nichts mehr rum. Zurück.
kommen wir auch nicht durch. Ich guck nochmal kurz. Hier rein. Files, Audio. Text. Bilddatei. I knew it. I just freaking knew something like this would happen sooner or later. We've been playing God, but now we cannot escape the herbis of our astounding progress. The company, the government, decades of malevolent work. And my God, I helped them. And now, it's time to pay for our sins. Christ, what have we unleashed? Hey. Hier nicht. Muss ich noch mal kurz gucken. Ist auf die Karte. Jetzt noch nicht waren. Geht eine Tür raus in den Garten. Die checken wir mal. Die dicke Wumme mit. Zappelt immer noch darum. Diese Tür hier. Die war versperrt, genau. Aber irgendwie kommt man noch da raus. Kommt man da raus? Die Tür ist versperrt, ja gut. Soll ich es mit der Pumpgun mal probieren? Oh ja. Ein Schuss opfere ich. Schade, eigentlich müsste das komplette Ding wegfliegen. Dann nicht. Mal sehen. Gehen jetzt hier vorne mal durch diese Tür. Habe ich eigentlich sowas? Okay, gehen wir hier vor. Gucken. Der 6 waren wir hier drin. Ich glaube ja. Ja, hier waren wir. Hier durch. Nee. Okay, jetzt muss ich doch nochmal gucken. Moment. Nochmal. Wir sind jetzt hier oben. Bäume haben wir alle. In den Garten kommen wir noch nicht. Achso, warte mal. Ziel. Folgende Anweisungsdoktor, ich weiß nicht, was vor Katastrophenkrankenhaus vorgefallen ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier etwas Seltsames war. Aha. Kehre zum Doktor. Tagewechsel. Also, nee, Quatsch. Tagewechseln war E. Landeplatz. Hier sind wir. Okay. Laufen erstmal straight zurück. Hier steht wahrscheinlich wieder irgendeiner rum. Der dreht durch, ey. Der dreht durch, macht mir Hallos, auf die ich schieße und nichts passiert. Ist immer noch da drin? Hier ging es ja nicht weiter, wir müssen nur zurück. Aber ich glaube, hier meinen die das mit dem Kerl zum Doktor zurück. Die hat er uns ja voll gequatscht das letzte Mal. Satisfactory work, Mr. Walker. Well played.
played. I wasn't quite sure you'd make it. Yeah, thanks for the vote of confidence. Now let me in. No. No, 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 no. Hang on a minute. Indeed, you've proven yourself somewhat trustworthy, but more so, reliable. I simply can't waste such a talent. I have another task for you. What the fuck, man? Listen, I ain't parading around your hospital risking my damn life chopping corpses for you. I see. But didn't you say you came here to collect something from my latest patient? Now that doesn't leave you much of a choice, does it? So let's cut the chatter and get back to the task at hand. First, you do something for me. Then I do something for you. Doc, I hope for your sake that son of a bitch is really in there. Cause if he ain't, and you're riding me like a donkey, I'm gonna tear you a new one. As tempting as that sounds, I'm afraid you'll just have to trust me, Mr. Walker. Let me assure you, however, that I am a man of my word. Heh. So what in the fuck should I do this time? I want you to take this key. You can use it to access the lower levels of the building. There you'll find a door that looks surprisingly similar to the one your device unlocked. By now you should have a clear idea how it works. Once inside, I'll explain the rest by radio. Have a nice walk, Mr. Walker. Okay. So, da kann man in der Tat immer noch voll. Ich kann die Munition nehmen. Da reinpacken. Oh, Magna-Munition. Krass. Munition. Okay. Zack. Okay, wie kommen wir weiter runter? Warte mal. Hier war eine verschlossene Tür, da geht's in den Garten. Da geht's da lang, warte mal. Blöd, dass die Map immer so ewig braucht. So. Bis sie aufgemacht ist. Wisst ihr, was ich meine? Dass man nicht einfach auf die Map gucken kann. Ich glaube, wir müssen nämlich jetzt hier durch. Genau. Nur mal kurz drauf. Genau, jetzt sind wir hier. Und hier links von uns müsste ja das Treppenhaus dann bald kommen. Ich muss ständig auf die Karte gucken, aber es hilft ja nichts. Da hinten lang rechts rum links. Also ich hoffe da hinten links in die Dings reinzukommen. Da ist links auch das Treppenhaus. Da gehen wir jetzt mal hin. Geht hier bei euch was? Nee. Komm ey, echt 3 Schuss? Zu heftig, wenn ich so viel verbrate. Ich muss wohl echt warten. Hier geht nix. Hier geht nix. Hier ist das Treppenhaus. Okay, scheiße, hier geht's aber nicht weiter runter. Mal zu der Tür da gehen. Oh nein, Kacke.
falsch gedacht. Aber ich bin auch nicht in der richtigen Tür. Hier ist das Treppenhaus. Hier ist die Tür, in die ich nicht reinkomme. Nein! Treppenhaus bringt mir nichts. Unterirdisches Archiv. Der Doktor hat mir einen neuen Antrag gegeben. Deshalb muss ich mich nach unten begeben. Die ganze Sache wird von Minute zu Minute seltsamer. Aber... Kacke, ey. Ich laufe nochmal zurück. Aber nicht, dass man Ewigkeiten zurücklaufen muss, immer. Vielleicht komme ich mit diesem Schlüssel... Ah. Ich muss mit dem Schlüssel bestimmt in den Garten. Wartet mal. In dem Garten ist dann... nächste Tür. Genau, warte mal. Hier waren wir, ja. Hier war der... Ja. Da hinten ist die Tür, zu der ich eigentlich ursprünglich wollte. Ach, das ist Aufzug. Das ist der Aufzug. Frage, ob wir jetzt runterfahren oder hochfahren. Moment, ich kann mal was gucken. Ein bisschen. Ach, komm schon. Auch noch beide oder was? Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Weg hier ist, aber hier liegt Zeug rum. War ich definitiv noch nicht. Hier war ich definitiv noch nicht. Nope. Da liegt was rum. Adrenalin. Ein Zombie rum. Ist die Tür. Mal kurz auf die Karte gucken. Okay, hier hinten die Tür. Ist noch als grün gekennzeichnet. Müssen wir mal sehen, ob wir da reinkommen. Oh, ich glaube, das sieht gar nicht schlecht aus. Der wieder hier kommt. Nachladen. Könnten wir doch wenigstens mal ein bisschen. Oh, hier ist ein Zahnschloss. Wir hatten das letzte Mal diesen Key gehabt. Jawohl, 667, wisst ihr noch aus der letzten Folge? Ja.
Ne, hier. Lass dich aufgreifen. In der Tat ist voll toll. Dann nehmen wir jetzt. Autonomie. Damit kann ich eine kleine Menge Ausdauer wiederherstellen. Wir nehmen das Überbrückungskabel und schmeißen das weg. Viel Dinger jetzt schon eingesammelt. Schon die dicke Munition kann es sein. Ist sicher aber nicht mehr viel Munition am Start. Also, Gesundheitsflüssigkeit. Wenn ich das hier benutze, kombiniere. Ja. Okay. Das ist Regeneration von unserem Ausdauer, Wahrnehmung und das ist der Dings. Als erstes mal auf jeden Fall die Leben wieder dazu. Das ist ein Tape. Was können wir hier machen? Scheint ein Nutin zu fehlen. Okay, das ist es. Die Frage, sind wir hier schon auf dem richtigen Weg jetzt da zu unserer Mission oder gehen wir gerade ganz willkürlich zufällig hierher? Hier fehlt das Ventil. Haben wir hier irgendwas übersehen? Warum nicht? Oh, hier geht's glaube ich weiter. Warte mal. Da. Geil. Hier sind wir, glaube ich, richtig. Doc, I'm here. It looks like an archive of some sort. Precisely, Mr. Walker. Keep the chatter to a minimum, though. This time you won't have to shred corpses. Just park your tush in that chair by the PC and initiate the archive self-destruction sequence. The process should be rather simplistic. That is all. Okay. Richtig. Attention. Ach so. Was müssen wir machen? Gleichstellen? 50-50 oder was? Das sind 5. Okay, warte mal. Wir müssen, glaube ich, beide Seiten 50 hinbekommen. Ja, ja, okay, okay, okay. Uff, ach, Kacke. Holen wir die hier rüber. Ich glaube, das funktioniert so. Wartet mal. Also 73,5. Genau. Wieso? Nochmal, oder? Loading. Nimm mal andere. Probier es jetzt mal, stimmen, dass man es vielleicht dreimal braucht. Hm. 91,95.
Gehe zum Doktor, also wieder hoch. Die Frage, geht's hier hin weiter? Komm ich damit hoch? Ist der Aufzug, glaube ich. Nötige den Schlüssel. Scheiße. Also doch zurücklaufen. Warum? Was soll die Musik? Ach, schon wieder so ein komisches, nicht vorhandenes Vieh. Kacke. Okay, den haben wir auch nicht. Können wir noch nicht dran drehen. Gehen wir erstmal zurück. Garage und dann zum Aufzug. Geht wahrscheinlich jetzt wieder die Post ab. Oh, 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 oh. Oha. Was ist denn mit dem hier? Besiege den Geschmolzenen. Okay, der ist Gott sei Dank nicht der schnellste. Da liegt auch was. Aber dass wir den so hinüberkriegen, indem wir einfach nur drauf schießen. Oh Mann. Zeigt es mir hier denn hier überall an? Juckt das den oder juckt sie nicht? Digga. Keine Munition mehr, ist das dein Ernst? Kacke. Ob das die Lösung ist, drauf zu schießen? Ich weiß es nicht. Ja, ist es. Gut, jetzt habe ich leider eine ganze Munition verblasen. Warte mal. War doch irgendwo noch ein F. Können wir bei dem was holen? Doch hier überall. Hier ist Munition. Ah, warte mal. Das Zeug, was ich gerade genommen habe, zeigt mir an, wo Zeug liegt, richtig? Deswegen habe ich die Sachen auch durch die Decke und so gesehen. Stehe, okay. Wir haben leider keine Schrotmunition mehr. Heiltrank haben wir auch nur noch einen. Lassen wir auch erstmal so. Lass uns das Magazin voll machen. Munition. Kombiniere. Geht's hoch? Nein, doch, hier lang. Auf zum Doktor. Na? Da war ja hier, ist der Commission. Alle, da gehen wir jetzt erstmal rein. Mal, was er sagt. Hey, Doc! I'm out here. Now let me in! Oh my, Mr. Walker, welcome back. You have indeed proven yourself reliable. I must admit, I couldn't have done it better myself. Listen, man,
I almost died covering up the shit you people have got hidden in here. The shit you're a part of, Doc. I thought your job was to save lives, not destroy them. Do not presume to lecture me, Mr. Walker. I will not be scolded by the likes of you at a time like this. It boils down to business, money, and power. All of which the company has more of than you can begin to fathom. But I'm still useful to them. They'll come for me eventually. They'll come for me because I too am reliable. And that is exactly why you and I have one last task to complete. Ah, fuck you, man! Fool me once, shame on you. Fool me twice. Well, I can't get fooled again. I'm done! Just shut it and listen. An acquaintance of mine, Dr. Kimball, went missing and out of radio contact while carrying out an important job. He did, however, re-establish the signal just a few minutes ago. From what little I gathered, we've only got a few minutes to save his life. And who better than reliable you to rush to his aid, hmm? Complete this one final task for me, and I will gladly throw open this door and invite you to inside. Let me reassure you, Mr. Walker, that I am a man of my word. Oh, fucking hell. All right! But that's it! If you don't open the door next time, I'm gonna find a way in there, and you ain't gonna like it. That won't be necessary, Mr. Walker. Dr. Kimball seems to have locked himself in the east wing of the facility. But I'm not sure how long he'll be safe there. So please, rescue him as quickly as possible. Good luck. Okay, Freunde. Bevor wir die nächste Mission antreten, machen wir hier einen Cut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich finde es mega cool. Also dieses, wie gesagt, das Genre mag ich sowieso. Ich werde es auf jeden Fall, denke ich, bis zum Ende zocken. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn ja, lasst gerne natürlich mal einen Daumen nach oben da und ein Abo bräuchtet ihr dafür, um die Folgen natürlich weiter mitsehen zu können. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut.